meine Lieben, bevor wir heute das liebe Türchen Nummer 9 aufmachen, hatte ich euch doch versprochen, meine Filzpantoletten zu zeigen, sobald sie gefilzt sind. Hier sind sie. Und ich muss sagen, aus dem Elefantenschuh ist ein echt passender Schuh geworden. Wunderschön. Okay, die Bommel ist ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Aber ansonsten ist der Schuh echt toll. Gefilzt habe ich den nicht mit Tennisbällen, wie man das eigentlich normalerweise macht, weil ich habe keinen. Ich habe da so einen Wasserenthärtungsball und den habe ich damit reingemacht. Ihr könnt aber auch diese Clogs, diese Gummiclogs mit reinmachen. Die halten die Waschmaschine auch aus und damit könnt ihr auch ganz toll filzen. Also wie ihr seht, so sieht er jetzt aus. Wir haben schon anprobiert, er passt toll. Und das Kind freut sich auch schon richtig drauf. Aber ich wollte euch hier erst noch zeigen. So, und jetzt gucken wir mal in Türchen Nummer 9. So, meine Lieben, hier haben wir wieder unseren zarten kleinen Kalender vor uns liegen. Türchen Nummer 9 haben wir hier. Ich schaue jetzt mal ganz frech rein. Ihr seht wieder mehr als ich. Ich greife wieder von unten. So, hier haben wir die Karte, das schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier, schauen wir uns auch gleich an. Dann haben wir, ja, ist es leer? Seht ihr was? So, da haben wir es. Also, ich kann nicht mehr aufhören zu häkeln. Hat mich etwa der Weihnachtszauber erwischt? Heute geht unsere mysteriöse Häkelreise weiter. Ja, den Hut und das Bällchen habe ich schon hier. Ich habe jetzt einfach mal beides über Nacht zusammengesteckt, weil irgendwie sieht das passend aus. Na, hast du schon eine leise Ahnung, was es wohl werden könnte? Ja, aber ich verrate noch nichts. Vielleicht geben dir die beiden neuen Mini-Knäuel des heutigen Türchens einen neuen Hinweis. Oder du häkelst einfach ein Stückchen weiter. Denn schließlich kann man von den Cotton Quick Minis aus Baumwolle nicht genug bekommen. Der zweite Teil der geheimen Anleitung erwartet dich auf. Da ist der Code und hier ist der Link. So, wir haben zwei, na, das ist ein rotbraun, die Farbe 175 und das ist ein helles Braun. Die Farbe 177. Ich meine, ihr dürft schon weitermachen, ich muss noch warten. Ich bin mal gespannt, was es wird. Lässt ich Platz für Spekulationen? Also das haben wir jetzt schon. Gut, dann häkeln wir dann morgen Türchen 9 und dann bin ich mal gespannt, was das wird.